Das Europäische Institut für postgraduale Bildung, kurz EIPOS in Dresden, hat erneut über das Thema Brandschutz diskutiert. Mitte November trafen sich aus diesem Grund mehr als 400 Experten aus ganz Deutschland im Kongresscenter Dresden. Bei den inzwischen 12. EIPOS-Sachverständigentagen ging es unter anderem um die Einbindung moderner, aber auch bezahlbarer Brandschutzkonzepte in die Gebäudetechnik. Da gibt es viele Schwierigkeiten und auch viele Vorbehalte der Nutzer gegen solche Maßnahmen. Und wir müssen uns aber dieser Aufgabe stellen und diese Fachleute diskutieren, die Möglichkeiten, wie man sinnvoll diese Maßnahmen miteinander kombiniert. EIPOS bietet die unterschiedlichsten Seminare und Lehrgänge an, bis hin zum Masterstudiengang Vorbeugender Brandschutz. EIPOS schult nicht nur die künftigen Experten, das Institut gibt ihnen auch Tipps und regt zu Diskussionen an, so wie bei den Brandschutztagen. Hier treffen sich neben Sachverständigen und Fachplanern auch Mitarbeiter von Brandschutzdienststellen oder auch Baubehörden. All diejenigen, die von der Planung über die Ausführung bis zur Inbetriebnahme und in der Nutzung eines Gebäudes involviert sind. Praktische Beispiele für den Brandschutz bei Gebäuden gab es unter anderem im Vortrag von Jochen Klein. Er arbeitet im Architektenbüro von Daniel Liebeskind, das für das neue Militärhistorische Museum in Dresden verantwortlich ist. Hier galt es durch eine enge Zusammenarbeit, Brandschutz und Architektur sicher zu verbinden. Schließlich sollte die Ausstellungsfläche nicht durch Türen getrennt werden. Die sind ja nicht deswegen nicht vorhanden, sondern die sind einfach auf andere Weise realisiert worden. In diesem Fall eben über diese Überdruck-Unterdruck-Technologie, über diese Steuerung der Lüftungsanlagen, über diese Wasserschleieranlagen. Und das war im Grunde genommen der Schlüssel für die Architektur, diese offene Raumkonzeption zu realisieren. Das war schon eine ganz besondere Situation, die zu bewältigen war. Aber wir haben sie mit einem mutigen Konzept, aber mit keinem unsicheren Konzept lösen können. Neben den Fachvorträgen und Diskussionsrunden gab es auf den 12. EIPOS-Brandschutztagen auch eine Ausstellung, auf der sich führende Unternehmen der Brandschutzbranche präsentierten. Damit bewies EIPOS einmal mehr, dass das Institut nicht nur bei der Aus-, sondern auch in Sachen Fortbildung aktiv ist.